hauen die so dahin. Dann kriegen die jeweils eine blaue Kiste. Eine rote Kiste. Und dann arbeiten die. Stunde um Stunde, Tag um Tag, bis die rote Kiste so voll ist, wie sie voll sein soll. Meinetwegen so. Du stellst jetzt her MK1 Rohr. Stopp. MK1, MK2, MK3, MK4, MK5 Rohr. Wäre schon praktisch. Also wir könnten eine ganze Reihe von Fabriken machen. Eine Fabrikmauer sozusagen. Es gibt so viel zu bauen. So krank. Bau erstmal mehr Fabriken. Ruhig MK2 Fabriken, das kann ja nicht schaden. So, MK3 machen wir später. Das heißt, ich könnte jetzt so geht das auf? Bitte geh auf. Es geht nicht auf. So, mehr Fabriken. Oh, das ist sogar sehr gut, dass es nicht aufgeht. Weil wir dann hier immer einen Platz haben, wo wir durchlaufen können. Das heißt, wir haben eine Substation. Dann haben wir 4 Fabriken oben, 4 Fabriken eventuell noch unten. So. Die haben alle ihre Kisten und die stellen alle Sachen her. Da kommt gleich der erste Angriff und die Mauern hier ist nicht sicher. Mach bitte das weg. Ah, ist das viel Reichweite. So. Das alles weg. Mach dich auch mal weg. Ich fange mal so ein bisschen an. Also, Requested Chest. Requested. Nein, nicht mehrere. Da, 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 da. Und unten gespiegelt. Da, 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 da. So, rote Kisten. Davon haben wir nicht ganz so viele. Da, 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 da. Da, da, da. Bau rote Kisten. So, 15 Stück. Gut. Ärmchen. Da. So, so. So, so. Ah, da kann ich auch noch zwischendurch. Sehr gut. So, drehen. So, so, so. Fangen wir an hier oben mit MK1 Rohren. Die brauchen einfach nur Eisen. Wo können wir die gießen? Gibt es Gussform für Rohre? Circuit, Ammo, Basic Ammo, Gear, Wire. Gibt es Forschung für anderes Gießen? Pipeline Pump wird aber auch aus dem festen Bronze hergestellt, nicht aus dem flüssigen. Und das da. Gießen von Ammo? Nö. Sehe ich jetzt so ad hoc nicht. Okay, das heißt, du brauchst wirklich Eisenplatten. Was interessant ist, weil wir Eisenplatten nicht mehr so in dem Maß wirklich doll herstellen, aber gut. Du hättest gerne Eisenplatten. Holen wir ein Stück. So, du hättest gerne MK2 Pipes. Das heißt, wir verbrauchen jetzt wieder ganz viele Ressourcen, fällt mir gerade auf, so lange bis die MK5-Dinger voll sind. Ist eigentlich nicht so schön. Ja, die schließen wir noch nicht an. Aber ich mache sie schon mal hier farblich hin. 1, 2, 3, 4. Na, ruhig auch 5. Bis was geht das? Und was waren Rohre? Der Strom waren Rohre. Strom sind wir aber durch. Nee, 5 ist das letzte. Mist. Okay, 4, 5. Gut, dann was noch? Vielleicht mal irgendwas, was wichtig ist. Also Rohre sind hier zu Ende. Was geht hier weiter? Fließbänder. Fließbänder sind wichtig. Stell bitte Fließbänder her. Das brauchst du Stone Gear. Das muss war Dytech-Kram. Stone Gear und... Was? Du bist gerade hier eingestellt. Shift rechts, Shift links. Du weg. Du weg, genau. Eisenplatten. Ebenfalls Eisenplatten. Also brauchen wir sie doch öfters als gedacht.
Können wir nicht gießen, nein. Ich muss immer überlegen, können wir das gießen oder nicht, weil es dann effektiver wäre. Das heißt, du kriegst jetzt auch Eisenplatten. 100 Stück. 100 Stück. Du hast auch einen 100er Vorrat, ne? Ja, gut. Achso, und dich begrenzen wir auf 100 verdammte Rohre, damit du nicht austickst, ne? Gut. Du hättest gern die Sachen, brauchst noch Ärmchen. Ärmchenfabriken. Sehr weit oben auf der nächsten Liste. Erstmal aber so Ärmchen herstellen. Und so können wir halt einmal hier durchgehen und alles hier unten herstellen, was nicht ganz so wichtig ist. Also was unkompliziert ist, sagen wir so. Wichtig ist es trotzdem, aber es ist unkompliziert, weil es halt kein Wasser braucht, weil es keine Schwefelsäure braucht und ne, solche ganzen Sachen halt. So, genau, gib mir Ärmchen. So. Gib mir mehr Ärmchen. Und mehr Kisten und mehr alles. Da. Oh, das sind 200 Steinzahnräder. Sehr kurios. Du da, so. Okay, Fließbänder. Normale Ärmchen wäre auch so ein Punkt. Basic Inserters brauch. Iron Gear Wheel. Iron Gear Wheels werden wir nicht in der Fabrik herstellen, sondern flüssig gießen. Genau wie die grünen Chips. Also, grüne Chips. Iron Gear Wheels und Eisenplatten waren das. Was? Da. So. 100 Stück. Und wenn ich jetzt die ersten Sachen hier gebaut habe, dann gehe ich zwischendurch immer nach oben, suche die Stellen, wo das vorher hergestellt wurde und mache das kaputt. Also mache es weg. Damit wir dann Platz haben, um dann die größeren Konstruktionen, die wichtigeren Konstruktionen, die komplexeren Konstruktionen oben zu bauen. Das ist jetzt gerade der Plan. So, also Fließbänder, Ärmchen. Blaue Ärmchen eigentlich auch, grüne auch. Was brauchten wir für grüne Ärmchen? Irgendwo war da ein Haken. Nö. Können wir alles einfliegen lassen. Super. Das heißt, ich hätte gerne mehr Fabriken. So. Und dann kommen hier blaue Ärmchen hin. Da kommen nochmal ein bisschen grüne hin. Hier kommen rote hin. Und das extravagante Zeug für die ganz schnellen oder so müssen wir dann später gucken, ob wir das auch automatisieren wollen. Achso, und gebogene Rohre, also Untergrundrohre, könnten wir denn hier unten auch hinmachen. Mach mal. So, die fallen jetzt wieder hier drunter, ne? Genau da. MK2, MK3, MK4. Wobei wir nur erstmal MK1 anschließen werden, denke ich. Das heißt, du hättest gerne einfach nur die Rohre von oben. Könnte man noch mit dem Ärmchen machen, will ich aber nicht. Du hättest gerne MK1 Rohre. Mehr brauchst du? Ah doch, du brauchst auch Eisenplatten. Da. 100 Stück. 100 Stück, sag ich. So. Das sieht richtig gut aus. Kein Gedöns, alles gleichmäßig, alles wird hergestellt. Sehr, sehr schön. Ein bisschen zu ruhig. Und dieser Lavalampeneffekt fehlt mir gerade so ein bisschen, weil halt immer irgendwo was rumgefahren wurde und so. Aber das machen dann die Ärmchen vielleicht später, wenn es durchgehend arbeitet. Wobei die meisten Maschinen davon werden nicht durchgehend arbeiten, weil wir brauchen halt nicht durchgehend irgendwelche Rohre. Oder Ärmchen oder was weiß ich. Aber gut. Also Rohre können wir oben schon mal abreißen. Haben wir dich beschränkt? Darauf muss ich jetzt immer achten, sonst werden zu viele Ressourcen verballert. Genau, dich beschränken wir mal auf 2 und dann mache ich Shift rechts, Shift links. Geht das? Ja, super. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Was? Shift links. Hat das irgendwo gemacht? Da, Shift rechts, Shift links, Shift links. Macht er nicht. Shift rechts, Shift links. Nö. Komisch. Okay, dann halt von Hand. Genau, du hast nämlich schon zu viele.
Du da, du da, du da. So. Hier hatte ich schon. Jo. So, dann guck doch mal ganz kurz an, was wir herstellen können. Was wäre noch praktisch? Substations wäre praktisch. Die Lasertürme wären praktisch. Die Kisten wären theoretisch praktisch, aber das ist einfach nur schön zu haben. Ich sollte jetzt wirklich darauf gucken, was wir wirklich bauen müssen. Fabriken zum Beispiel. Fabriken müssen wir immer wieder bauen. Das wird gegossen, wird gegossen, wird gegossen. Die Sachen. Ja, die haue ich hier unten auch mit hin, weil es halt unproblematisch ist und dann oben keinen Platz verbraucht. Strom. Was ist Mist, ist das? Akkus. Ich spiele mit einem Gedanken, der ist gefährlich. Nämlich, dass wir das so machen wie in der ersten und zweiten Welt, glaube ich, und hinter die Türme gleich Akkus packen. Problem ist dann nur, wenn sie wirklich irgendwann mal durchbrechen, dann brauchen wir auch keine zweite Verteidigungsanlage, weil dann sind alle Akkus kaputt, dann sind alle Fabriken kaputt. Na wohl, wir können das alles automatisieren, dass es sofort wieder aufgebaut wird. Das ist so krank. Es ist schon fast so, als wenn man gegen einen ewig wachsenden Organismus kämpft, der alles regeneriert, was man ihm mit Schwertern und so weiter abhackt. Wir sind quasi eine Hydra. Interessanter Gedankengang. So, oh, Mauern setzen. Könnte praktisch sein bei einer Verteidigungsanlage und so. Genug Claymauern haben wir anscheinend inzwischen. Das heißt, jetzt die Mitte bitte rausnehmen. Genau, fütter mich, fütter mich, fütter mich. Noch ein Vorteil von den MK1 Transportrobotern, sie kommen bei mir hinterher. Im Gegensatz zu diesen kleinen da. Seht ihr den MK1 da anhuschen? Oh, ich bin doch schneller als er, aber nur knapp. Das heißt, wenn ich zwischendurch anhalte, um Luft zu holen, dann kriegen sie mich. Fast. Und sie haben offensichtlich auch einen höheren Energiespeicher, sonst wären die schon wieder umgedreht, um aufzutanken. Wie voll bist du? Oh, sehr schön. Also ja, Rohkupfer genug vorhanden. Was ist da los? Construction Bots? Wo kommt ihr plötzlich alle her? Skynet. Ich hatte vor kurzem noch gemeckert, dass ich zu wenig Construction Bots habe. Und jetzt kommen da 200 auf einmal angeflogen. Das ist ja schön und so, ne? Skynet? Also, ne? Ganz lieb und nett. Aber habe ich das einen Auftrag gegeben? Oder war das so eine Eigeninitiative? Wo bist du da? Nee, du stellst Transportroboter her. Was ist dein Job? Transportroboter herstellen. Was? So, du hast nicht genug blaue Chips. Ja, ja, das Problem kenne ich. Damit darfst du aber auch ruhig aufhören. Hör auf, die zu versorgen. So. Du kannst auch weg. So, Sand. Sand werde ich nicht von Robotern transportieren. Aus dem Grund, dass sie halt immer nur ein, zwei Sand mitnehmen und nicht gleich einen ganzen Stack. Und ein Stack wäre, also ein Haufen. Ein Haufen sind ja gleich schon mehr Sand. Oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es sehr kompliziert, den ganzen Sand zu transportieren. Das brauche ich alles gar nicht mehr. Ich brauche keine Sandmauern mehr. So kann ich nicht mitnehmen. Ja, das auch nicht. Gut, dann halt nicht. Geht da rein. Geht da rein. Aber die da kann ich mitnehmen.